Innerschweizer Schwing- und Alpenfest 2015. Ja, wir sehen hier ganz viele eindrückliche Leistungen in der Sagmälerin der Arena hier in Seedorf vom Innerschweizer Schwing- und Alplerfest 2015. Und es ist schon ein paar Mal angetönt worden, wie zum Beispiel vor dem Beitrag von Christian Schuler, dass da natürlich noch ganz viele Leute hinter diesen Leistungen stecken. Wie beim Christian Schuler eben zum Beispiel die Mami oder die Frau, die dann am Morgen Tröste mit Spiegelei machen. Und auch beim Nachwuchstalent oder Jungtalent, dem erst 18-jährigen Joel Wicki, wo ja in den letzten Woche für viel Furore gesorgt hat. Gibt es jemanden, der ihm immer wieder unter die Arme greift? Bei ihm ist das die Mami, das Esti. Hinter dem Erfolg von Joel Wicki steht auch seine Mutter Esti. Sie kennen auf dem Schwingplatz fast alle und wissen, wie sehr sie ihre beiden Söhne unterstützt. Wie hier am Luzerner kantonalen letzten Monat. Zum Beispiel, indem sie jeden einzelnen Gang von Joel filmt. Für ihn ist die Unterstützung Gold wert. Das ist sehr wichtig, eben, wenn du ein Problem hast oder etwas weh tut, dann kannst du sicher zu den Leuten. Und eben, wenn du etwas vergessen hast oder so, was die Mutter vielleicht noch eingepackt hat, oder, ja, das ist immer wichtig. Und eben, Schwingen auch, wenn einer am Platzrand ist und dir eigentlich ein bisschen Unterstützung gibt und motiviert, das ist viel wert, dass du nachher die Top-Leistung anprüfen kannst. Für die absolute Topform von ihrem Sohn hat Esti Wicki sogar in ihrer Freizeit Ausbildungen gemacht. Auf Sportmassage habe ich Kurs gemacht und dann habe ich Tape. Mit Tape habe ich weitergefahren und ich wollte mich sicher dort vertiefen. Und ja, also ich nicht weiss nicht, wie weit die Anfahrtswege machen für die Massage. Und das ist mir eigentlich noch wichtig. Die haben sie auch das Vertrauen zu mir. Und auch jetzt während dem Wettkampf, wenn es irgendwie etwas ist, sie sind auch schon gekommen und haben gesagt, du Mami, ja, könntest du mir schnell oder irgendein Tape oder ja. Der enorme Aufwand von gewissen Eltern für ihre Schwingersöhne ist keine Selbstverständlichkeit. Bei den Wickis gibt es aber einen guten Grund für die außerordentlich grosse Unterstützung. Ich habe früher eine Leichtathletik gemacht. Und ich hatte die Unterstützung nicht von meinen Eltern. Und ich habe einfach gedacht, wenn ich ein Kind habe, das wollte ich anders machen. Und von dem her weiss ich, was es braucht im Sport. Und ja, ich probiere das ihnen auch mitzugeben. Und ich probiere wirklich B zusammen. Da können wir in Unterschule gleich zahlt. Ich tue B filmen. Es können B schauen am Abend. Und ja, also ich bin ja, einfach glücklich auch mit der Arbeit, die ich machen darf. Auf der anderen Seite ist Joel Wicki glücklich darüber, wie viel seine Mutter für ihn und seine Schwingerkarriere gemacht hat. Ich möchte der Mami ganz herzlich danken, dass sie das eigentlich alles macht für uns. Sehr wichtig. Ohne Mutter, Vater wäre ich eigentlich nie so weit gekommen, wenn sie mich nicht immer unterstützt hätten. Sei es Training gefahren, eben das Essen eingekauft. Physio gefahren, alles, Kleider, Wäsche, das gehört alles dazu, das sieht man im Hintergrund eben gar nicht so. Und falls dann Esti mal gerade keine Zeit hat, kann der Joel Wicki immer noch auf die Unterstützung von seinem eigenen, ständig wachsenden Fanclub zählen. Ja, Uli Wanz, ein grosses Dankeschön von Joel Wicki an seine Mami hier auf dem Sender. Wie war das bei dir damals gewesen? Wie wichtig ist die Unterstützung vom Umfeld? Ja, das ist sehr wichtig. Also die ganze Familie, die da im Hintergrund steht, die Frau bei vielen oder sonst eben gute Betreuer, das ist extrem wichtig. Und die motivieren mal zusätzlich, Höchstleistungen zu absolvieren. Und zusätzlich sind sie auch wieder die moralische Unterstützung, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich denke, das ist der Hintergrund von jedem guten Spitzenschwinger. Ohne das ging es gar nicht. Es ist ja allgemein wahrscheinlich im Spitzensport so, dass da ein grosses Team dahinter steht. Du redest jetzt zwar einfach so ein bisschen Umfeld, Familie, Freunde, das ist ja noch einleuchtend. Aber Matthias Sempach, heutzutage redet man ja da auch schon von Mentaltrainer, Fitnessberater etc. Das hat sich schon ein bisschen verändert im Schwingsport. Ja, sicher leicht, ja. Aber ich denke auch schon vor 20, 30 Jahren hatten sie Mentaltrainer und auch Konditionstrainer, auch Hunsberger, Rudolf zum Beispiel. Aber vielleicht ist alles noch ein bisschen professioneller geworden, das ist vielleicht schon ein bisschen so, ja. Warum? Wie erklärst du das, dass das braucht? Also ist das wichtig, dass man sich auf so jemanden verlassen kann? Ja, das Umfeld ist für einen Athlet sehr, sehr wichtig. Ich denke jetzt an einen Fall von Kilian Wenger oder mir,
Es ist wichtig, dass wir gewisse Arbeiten abgeben können, dass wir uns auf den Sport konzentrieren können. Und ich denke, allgemein hat sich jede Sportart ein bisschen entwickelt und der Prozess hat auch den Schwingsport durchgemacht. Ja, und darum schauen wir jetzt noch einmal zurück auf den Schwingsport, der eben heute im Mittelpunkt steht. Der vierte Gang ist Geschichte und wir haben ihn noch einmal kurz zusammengefasst. Es bleibt alles sehr eng zusammen, Zehdorf. Für Alexander Volllaufen gibt es einen Rückschlag nach dem Morgen noch im dritten Rang. Und in einer guten Ausgangslage verliert er Platz gegen den Leimbacher Philipp. Der Schweizer Routinier meldet sich so definitiv zurück. Und auch die Aufholjagd von Vicky Joel geht weiter. Der Sieger vom Schwarzsee schwingend kann im vierten Gang dem reichen Roger Segmel vom Rücken putzen. Seine gute Form vom Morgen bestätigt auch der Imfeld Peter. Er bodigt im vierten Gang den Steinauer Adrian, den Einsiedler, der vorher immerhin Zweiter war. Der Imfeld Peter, ein Kandidat für den Schlussgang. Ein Schlussgang mit dem Imhof Andi, von dem träumen natürlich alle Urner Schwingfans. Auf dem Weg dorthin muss der Attighauser im vierten Gang den Dober Adrian aus dem Weg räumen. Der Urner lässt sich ein 9-7-5 schreiben. Der Traum vom Heimsieg geht weiter. Ein Mann ist aber nicht zu bremsen und schwingt trotz Bruthitz cool weiter. Der Gisler Bruno schreibt sich heute das erste 10 im Duell gegen den Erich Fankhauser. 4 Kämpfe, 4 Sieg und der Vorsprung auf den Verfolger wächst und wächst. Daran ändern kann auch der König Kilian nichts mehr. Der Berner stellt gegen Gasser Stefan und geht damit überraschend schon nach 4 Gängen zur Entscheidung raus. Genau wie sein Verbandskollege Eschbacher Matthias, er verliert hier gegen den Leimbacher Adi. Der Schweizer rückt damit auch zur Spitzengruppe auf. Nach 4 Gängen zeichnet sich eine Tendenz ab. Mit dem Gisler Bruno, ein Mann klar mit Vorsprung an der Spitze. Hinten dran ist alles eng zusammen. Und offen. Danke vielmals, Marc Lüscher, für den aktuellen Stand, den wir hier haben präsentieren konnten. Darum schauen wir jetzt mal die aktuelle Rangliste an. Da ist natürlich ganz klar jemand an der Spitze. Ueli Banz, kannst du vielleicht die Rangliste kurz kommentieren? Also im ersten Rang haben wir Gisler Bruno, nach wie vor. Er macht den Tag da, er hat alle Gänge gezwungen. Nachher den Glockner Reto. Schurtenberger Sven, Schuler Alex, Niederberger Jakob, Müllerstein Mike. Es sind da gleich noch ein paar Namen eigentlich, die wir nicht gesehen haben, dass sie gewonnen haben. Nachher Imhof Andi, MV Peter, Leinbacher Adrian, die Eidgenossen. Alle mit gleich vielen Punkten. Jawohl, alle mit gleich vielen Punkten. Und da sieht man jetzt auch, es ist offen. Es kann natürlich auch einer von diesen Namen in den Schlussgang einziehen, wenn er sein Palmer absolviert, also wenn er jetzt den fünften Gang gewinnt. Und das ist jetzt wirklich spannend, nachdem wer es schaffen wird, in den Schlussgang einzuziehen. Matthias Sempach, mit wem rechnest du? Gibt es da Tendenzen, wo du sagst, ja, da müssen wir unbedingt das Auge drauf haben, was jetzt die nächsten Gänge betrifft? Ja, an sich hat der Gast, der jetzt führt, der Gisler Bruno, das beste Notenblatt. Von dem her ist für uns zwei schwierig zu sagen, wie jetzt er eingeteilt wird. Allgemein ist wichtig, sicher die jetzt 38-50 haben. Dass die, wenn sie gewinnen, dass sie das Zähne machen. Und ich denke, es wird gleich die eine und andere Entscheidung geben. Ich bin überzeugt, dass es viele Entscheidungen wird geben zum Schlussgang. Und ich denke, schlussendlich werden die zwei im Schlussgang sein, die maximal Note gemacht im fünften Gang. Ueli Banz, gibt es jemanden, der du besonders wünschen würdest, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für einen Schlussgang? Wer würdest du in den Schlussgang stellen, nach dem, was du heute schon hast können sehen können? Ja, ich würde es Menge gönnen. Es ist jetzt ein Ausgleichungsfeld eigentlich. Es ist keine extrem überragt. Verdient hat sicher der Gisler Bruno, das muss man ganz klar sehen. Wenn er jetzt auch ein Gast ist, der da heute startet. Aber er hat sicher verdient mit dem Leistungsausweis, den er schon geboten hat. Und ja, für die Einheimischen wäre es sicher schön, natürlich der Imhof Andi das würde schaffen. Aber ich möchte es auch allen anderen Schwinger gönnen. Ich möchte es auch einem Schwinger gönnen, der jetzt vielleicht nicht so viel genannt worden ist, wenn es auch eine Überraschung gäbe. Also, wenn einer Schluss kommt, hat er den fünften Gang gewonnen.
Das hat er sicher verdient. Reden wir zum Schluss noch schnell über die Hitze, die ja doch ein Thema ist. Also wir merken es langsam auch, es wird richtig warm hier oben im Studio. Die Schwinger müssen allerdings in der Sonne stehen, Matthias Sempach. Trotzdem hat sich noch keiner beschwert. Eigentlich alle haben in den Interviews gesagt, sage ich super, dass es so schön Wetter ist. Ist das Taktik? Betrifft einem das wirklich gar nicht als Schwinger, wenn es so heiß und warm ist? Das kann ich ja fast nicht glauben. Also jetzt, ich persönlich würde auch sehr gerne schwingen bei dieser Temperatur. Aber es gibt sicher schon Schwinger, die es nicht so gerne haben. Vielleicht auch Schwinger, die vielleicht halt nicht so gut durchtrainiert sind. Aber sicher, ich denke, einer, der gut durchtrainiert ist, für den ist das kein Problem. Ich denke, er kann vorher auch zum Brunnen sich abkühlen, kann während der Gänge sich zurückziehen, einen Schatten. Und wichtig ist sicher, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Und, also, wenn einer gut trainiert ist, sollte sicher ein Problem sein. Matthias Sempach spricht den Brunnen an. Das sieht man ja immer, gibt auch die schönsten Bilder, wenn da die Schwinger sich abkühlen am Brunnen. Uli Banz, ist das wirklich so ein wichtiger Teil, dass man vor dem Gang noch an den Brunnen geht? Und was passiert denn genau? Ist das auch ein bisschen zum Fokussieren noch gut? Ja, es ist ein Ritual. Eben, zum einen ist es eine Abkühlung. Man tut sich noch ein bisschen erfrischen mit dem kalten Wasser. Auf der anderen Seite ist das Ritual eine Vorbereitung auf einen Einsteigen Gang. Man schaut vielleicht noch den Gang vorher zu, der vor einem stattfindet. Und nachher tut man sich langsam darauf einstellen. Man merkt zum Beispiel bei einem Gestellten voraus, es ist eine Minute gesagt, kann man sich aufpushen. Man klopft sich noch einmal das Wasser auf die Brust oder das Gesicht. Und das erfrischt einem, es weckt einem auf. Und so kann man nachher voll Motivation in Gang nehmen. Der Matthias hat vorhin gesagt, er ist einer, der so gerne schwingt bei diesen Temperaturen. Wie war das bei dir? Hättest du im Interview auch gesagt, gar kein Problem, ich freue mich, dass es so schön und warm ist? Nein, man darf es sicher nicht unterschätzen. Also es ist sicher schöner zu schwingen, wenn es schön Wetter ist. Aber wenn es so heiß ist, ist es sicher für Menge Schwinger, die vielleicht eben konditionell nicht so auf der Höhe ist oder vielleicht ein bisschen mehr auf der Rüppe hat, ist sicher nicht so angenehm, wenn man muss 3-4 gestellte Gänge entgegennehmen muss. Also das schließt einem und die werden sicher morgen ohne davon reissen. Also das wird nicht spurlos an jedem vorbeigehen. Und es ist sicher angenehm, wenn es warm ist, aber so heiß, ich denke, es wird auch sicher Mengen zu arbeiten machen. Kommen wir vom Wetter wieder zurück zum Schwingen. Matthias Sempach möchte noch kurz auf Kilian Wenger zu sprechen kommen. Wir haben es vorhin in der Zusammenfassung gesehen. Er ist eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen unerwartet, schon ziemlich früh wieder aus dem Rennen gefallen. Wie hast du jetzt seinen heutigen Tag so beobachtet und wie schätzt du die Leistung von ihm als Schwingerkönigin? Ja, die Leistung als Schwingerkönig, wir erwarten natürlich immer viel von einem Schwingerkönig. Ich denke, er ist sehr gut gestartet. Das hat eigentlich auch Muli und mir sehr gut gefallen. Im zweiten Gang wieder ein spezieller Gang, wo man nicht allzu viel macht. Im dritten wieder sehr, sehr souverän. Und im vierten hat er sicher einen Gegner mit dem Gassen Stefan, der ihm nicht unbedingt liegt. Meines Wissens hat er mit dem mit sehr Gängenschwierigkeiten gehabt und hat ihn aufgestellt. Und ich habe auch schon geschwungen mit dem Gassen Stefan. Also von außen sieht das Gang, ja, fragt man sich manchmal, so läuft nicht mehr, wieso nimmt man ihn nicht. Aber es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu schwingen gegen ihn. Aber gleich habe ich das Gefühl, dass er einfach noch mehr riskieren musste, weil er ja das Messer im Haus hatte. Und, ja, er hatte immer noch die Chance für den Schlussgang. Und, ich hätte gerne gesehen, dass er noch etwas mehr angegriffen hat. Aber jetzt ist es so. Und eben, beobachten, das beurteilen, ist einfacher. Du hast noch die Erwartung an ihn angesprochen. Kannst du ganz kurz da etwas dazu sagen, wie du das selber erlebst? Als Schwingerkönig sind ja die Erwartungen wahrscheinlich immer enorm hoch. Kann man das einfach wegstecken und gleich für sich selber schauen, dass die Leistung stimmt? Ja, ich denke, als Athlet selber darf man sich mit dem nicht befassen. Man muss einfach ja, den Sport als Sport anschauen und die Gänge nehmen, wie sie kommen. Wichtig ist, dass man dort einfach gut schwingt. Und ob man Schwingkönig ist oder nicht, das spielt nicht so eine Rolle. Aber sicher muss man das auch ein bisschen lernen. Ja. Danke vielmals, Matthias Sempach. Wir haben ja doch jetzt auch schon den einen oder anderen spektakulären Kampf gesehen. Von diesen bösen, von diesen starken Männern hier in der Sagmälerring. Aber nicht nur in der Arena hinter uns hat es starke Männer, sondern auch nebendran. Dort messen sich nämlich die im Steinstoss. Da werden Steine bis zu über 80 Kilogramm durch die Luft gerührt. Und natürlich haben wir auch von diesem Wettkampf Bilder. 67,5 Kilo, 20 Kilo oder 10 Kilo für die Frauen. Steinstösser kämpfen nicht nur mit den verschiedenen Gewichten, sondern auch mit der Hitze. Viele kommen aber extra wegen dem Kräftemessen und gar nicht wegen dem Schwingen. Push.
Dabei haben alle Teilnehmer ihre ganz eigene Taktik. Der Anlauf abmessen oder ein Nierengurt sind nur zwei von ganz vielen Geheimtipps. Also sicher auch die Körperspannung, die man braucht. Man braucht den ganzen Körper zum Steinstoßen. Dann ist es wichtig, dass man den Ellbogen unten hat. Also es ist eben je nach Technik natürlich. Und dass man aufstößt und nicht geradeaus. Der Anlauf muss stimmen. Das kann man auch üben. Aber ja, und die letzten drei Schritte sicher auch maßgebend am Schluss. Ja, kommt recht auf an, auf viele Kategorien. Also mit dem kleinen Stein ist vor allem Technik, die recht wichtig ist. Und mit dem grossen Stein ist sicher ein Vorteil, wenn man gross ist und lange Arme hat und dass man die Höhe hat und im Anlauf hat, dann stimmt. Ja. Ja, jeder wieder sein eigenes Geheimrezept vielleicht auch? Denke schon, ja. Wie ist Ihres? Immer das eigene Wasser mitnehmen. Und was bewirkt das? Nicht. Ja, eine spezielle Taktik gibt es nicht, aber wir dann daheim püren und dann muss man mal eben anfassen daheim und dann gibt es halt ein bisschen Muskeln, das hilft sicher euch. Ob Profi oder Plausch, Techniken im Steinstoßen sind so unterschiedlich wie Teilnehmer. Und schaden kann ein zusätzlicher Motivationsschrei sicher auch nicht. Ja! Ja, Matthias, einfach du giltest oder wirst ja etwa die als stärkster Mann von der Schweiz bezeichnet. Hast du auch schon mal so einen 80 Kilo Stein dagegen gerührt? Nein, habe ich noch nie. Nein. Wir trainieren zwar mit der Kugelstösserin, mit der Valerie Adams. Von dem her sehe ich jemanden, wie sie trainiert und wie sie die Kugel wirft. Aber selber habe ich noch nie gross Stein gestossen. Du sprichst Valerie Adams an, eine Neuseeländerin, etwa die an den Olympischen Spielen sehr erfolgreich mit dabei. Wir haben so einen Beitrag auch ein paar Frauen gesehen, die Stein stossen. Dann schüchtert dich das ein, wenn da Frauen auch so stark sind? Nein, ganz und gar nicht. Nein, es ist die Frauen schwingen auch, wenn die Leute das mit Leidenschaft machen, finde ich das eine ganz gute Sache. Und man sieht, die Leute nebst dem sportlichen Krampf, den sie haben sie auch noch Freude und das ist doch etwas sehr Schönes. Wir konzentrieren uns nachher wieder aufs Geschehen im Sackmel. Zuerst geben wir aber noch eine Schrittwerbung. Innerschweizer Schwing- und Alpenfest 2015. Präsentiert von Migros Luzern und ihrem Versprechen aus der Region für die Region. 100 Jahre Urner Kantonalbank. Weisshaustechnik in Stanz, Sarne, Emmer und Erstfeld. Und Eichhoff, Brautradition seit 1834.